Da sind wir auch wieder mit unserer kleinen Meuterei. Sportsfreunde, heute geht's los. Wir fliegen jetzt endlich mit unserem Schrotthaufen, den wir zusammengebastelt haben. Wir haben ja gestern noch den Flugschreiber eingebaut und jetzt geht's richtig rund, hoffe ich mal. Gucken, wie es hier drinnen aussieht. Geh öffne, dann mal rein damit. Danke. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Und warum der Blick? Das wird doch funktionieren, oder? Ja, sehr. Das Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Tu mir einen Gefallen. Such die Druckanzeige auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Könnt mir erzählen, was ihr wollt. Die beiden sind einfach das bessere Team. Da kann der andere Typ da gar nichts. Was ein Lappen, ey. Und du? Das hat was bewirkt. Die Nadel ist gesprungen. Das wär's. Der Druck steigt an und bleibt stabil. Bereit, wenn du es bist. Du willst mir jetzt erzählen, dass du das nicht hingekriegt hättest. Dieser Typ, ne? Bah. Schon ein geiles Shuttle. Komm, ich geh mal hier auf den Co-Pilotensitz. Ab geht's, Ellie. Das ist glatter Selbstmord. Die Minen werden das Schiff in Stücke reißen. Hör nicht rum, ey. Okay, Leute, mal sehen, ob das Ding fliegen kann. Treibstoffleitungen offen. Sensoren online. Ich sehe Minen in 2000 Metern. Zielcomputer geht online. Okay, Isaac, Sie dürfen ran. Projiziere optimale Route. Auf Kurs bleiben und auf alles schießen, was... Oh geil, darf ich jetzt ballern? Schubdüsen, ein Viertel vor. Jawohl. Wie geil ist das denn? Aber wahrscheinlich verkacke ich das wieder. Womit baller ich denn? Die Minen haben unsere Wärmesignatur erfasst. Sie kommt! Ah, okay. Oh, das ist gar nicht mal so einfach. Wohin? Boah, die Steuerung, ne? Könnt ihr mir glauben, das ist kein Spaß hier, ey. Boah, bei sowas bin ich mir nie sicher, ob das so gewollt ist. Oder ob ich da richtig ausweichen muss. Ach du Scheiße. Oh Gott. Alter. 10 Sekunden bis zum Eintritt. 8, 7. Bleiben Sie auf Kurs, wenn wir im falschen Winkel reinkommen. Okay. Und jetzt wird's lustig. 3, 2, 1. So, wir müssen auf Kurs bleiben, okay. Alter, weg mit dir! Okay, wir sind auf Kurs. Wir sind immer noch auf Kurs. Wow! Alter, nein! Fick die Hände, war das richtig? Die Abdeckungen lösen sich! Brennschnall! Es wird ruckelig! Höhentemperatur ist weit im roten Bereich. Wir kommen zu steil rein. Brauche Kurskorrektur. Unmöglich, wir verpassen unser Fenster. In diesem Winkel werden wir das Fenster nicht schaffen. Okay, ich schicke Ihnen einen neuen Vektor. Ey, ich kriege hier die Mega... Schieß doch! Wir sind fast durch. Ah! Nein! Ja. Alter, ich... Ohne Schubdüsen fallen wir runter wie ein Stein. Scheiße. Moment. Ich muss die Tanks neu versiegeln. Ja, klar. Im Sturzflug, okay. Ach du Scheiße.
Okay. Das war's. Die Maschinen laufen wieder. Oh, fuck. Scheiße. Isaac, nimm den Helm. Ich navigiere. Oh Gott. Ich kann nicht sehen. Wie hoch sind wir? Ich tippe auf nicht hoch. Das ist auf der Anzeige. Ich erkenne nichts. Ach du Scheiße. Okay, ich habe momentan keine Kontrolle über das Schiff. Ich kann nur schießen. Oder habe ich Kontrolle? Ja, ein bisschen. Alter. Oh shit. Das ist nicht mehr Bruchlandung. Tau Volantis. Wir sind angekommen. Ellie! Ellie! Oh Scheiße, hoffentlich haben wir die jetzt nicht verloren, ne? Ja, noch Überlebende suchen, dann brauche ich. Was? Überwachungsladung? Okay. Ja gut, wir haben keinen Kurs. Ja, das ist ein Netzsuchrobot, aber wir müssen noch ein bisschen auf mich warten müssen, glaube ich. Wo sehe ich denn meine... Ach, da ist die Körpertemperatur, okay. 30 Grad. Erwärme mich. Wärmequelle. Warum erwärmt sie mich nicht? Scheiße. Ich glaube, langsam wird es auch unangenehm, ne? Ey, wenn das jetzt nicht wärmt, dann weiß ich auch nicht. Okay, gut, die kann auch zu hoch werden. Achtung, Körpertemperatur fällt. You don't say. Am Feuer bleiben. Bleib in der Nähe der Feuer. Angenehme 37 Grad. Sehr schön. Man sieht nichts. Ich verpasse hier bestimmt so viel geile Scheiße. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber ich gehe jetzt einfach mal dahin, wo es leuchtet. Was leuchtet, kann ja nicht schlecht sein, ne? Gerade haben wir erreicht. Wunderschön. Hier war doch vorher auch der Mächtigen-Soldat.
Oh fuck. Ich hoffe, sie hat überlebt. Ich hoffe es echt. Und der andere Typ, der ist mir scheißegal. Alter. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Hat der jetzt Scheißdreck gesagt? Ellie! Ellie, bist du da? Ellie! Verdammt! Boah, Ellie, mach keinen Scheiß. Ich will, dass du lebst. Was haben wir denn hier? Zwei Schaden. Ah, minus ein Nachladen. Scheiße. Mission. Scheint, als wäre ich richtig gelaufen. Schneesturm. Gefällt mir irgendwie dieses Feature, so, dass man auf seine Körpertemperatur achten muss. Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen realistischer. Obwohl ich irgendwie finde, im All ist es ja eigentlich total kalt, beziehungsweise noch viel kälter als auf so einem Eisplaneten. Deswegen wundert mich das, warum man da nicht auf seine Körpertemperatur achten muss. Mit demselben Anzug, wohlgemerkt. Aber okay, wenn man bei Spielen nach Logik sucht, dann, ne, kann man es auch gleich lassen. Ich höre es schon wieder. Das Geräusch macht mich bekloppt. Aber hier kann so ein Raum nicht sein, also weiter. Was ist denn? Ja, hier ist kein Feuer. Oh, fuck. Ellie! Ellie! Bitte sag mir, dass sie noch lebt, ey. Ellie? Das ist der Typ mit dem halben Kopf. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Videonachricht. Jetzt sagen wir nicht, Ellie hat so im Sturzflug noch eine Nachricht aufgenommen. Ja, absolut. Fick dich. Merkt ihr das? Die steht noch voll auf mich. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Der Typ hat keine Chance. Hier holen wir uns zurück. Der Mann ist tot, ey. Der weiß genau, was abgeht. Der weiß genau, dass er keine Chance hat hier. Hier oben muss doch irgendwas Cooles sein, oder? Wow. 2x10 Munition. Okay, Leuchtspackeln. Leuchtspackeln. Dann suchen wir sie mal. Kann ich nicht aufheben, schade. Da ist eine Leuchtspackel. Hier ist noch eine. Alter! Boah. Mein Herz, ey. Ellie, kommen. Ellie. Boah, hat mich dieses Scheiß wie erschreckt. Wo ist ein Feuer? Mir ist kalt. Oh, 28 Grad. Ich glaube, langsam wird er tödlich, ne? Wer redet denn? Es wird langsam echt knapp. Ich brauche irgendwie Wärme. Wer redet denn hier mit mir?
Ey, wenn ich jetzt sterbe, bin ich echt mad, weil hier gibt's gerade kein Feuer. Sir, hier unten. Sie können sich nicht vorstellen, was ich heute alles gesehen habe. Ach, das ist mein Sucherbot, der die ganze Zeit mit mir redet. Ich dachte schon, was ist hier los? Textlog? Bolas-Kanone? Diese Bank will, dass ich eintrete. Dabei haben wir uns doch gerade erst kennengelernt. Mir erscheint das unangemessen. Wie geil ist das denn, ey? Ja, aber die Bank funktioniert nicht. Wahrscheinlich, wenn ich den Strom anschalte, ich Depp. Komm, gib Gas. Oh Gott. Panik. 37 Grad, angenehm warm. Ich werde eine große Einrichtung vor. Das an der Wand bleiben. Da sind wir alle in diesem Sturm verloren. Ich guck mir jetzt erstmal an. Ellie, bist du da? Bist du in Reichweite? Ja. Irgendwas einlagern, auslagern. Die kommen rein. Dann nehme ich lieber noch einen davon mit. Weil langsam wird das echt unangenehm auf diesem Planeten hier. Nee, das passt soweit. So, Peter. Suche. Da gibt's nix. Die zeigen ja definitiv nach unten, ne? Also warte ich jetzt mal, bis ich was... Habe ich schon geräubert? Lukrativeres finde. Weil es jetzt wieder kalt. Ich darf es nur nicht verchecken. Die Musik so passend. Ich laufe jetzt nicht zurück zur Bank, ganz ehrlich. Oh Gott. Oh. Was ist das? Hier muss irgendwas Cooles liegen, sonst wäre das nicht so mit Mühe und Not im Umweg versteckt. Moment. Meine scheiß Körpertemperatur ist schon wieder zu niedrig. Achso. Ah, okay. Das ist jetzt also da, um mich zu wärmen, hier diese Kämmerchen. Schon geil warm hier drin. Die Frage ist, wo muss ich hin? Weil da war ja eine Leuchtfackel auf dem Boden, ne? Egal, ich laufe jetzt erstmal den Weg, der so mir am schlüssigsten erscheint. Ja, in die Sackgasse rein, genau. Boah. Okay, Speicherpunkt, das heißt, ich bin richtig. Alter! Fick dich. Yeah.
Bitte sag mir, dass ich dafür eine Schlüsselkarte habe. Habe ich natürlich nicht. Boah, die Wärme, die Wärme. Ich weiß nicht, bei wie viel Grad das Ganze tödlich wird. Auch das war optional, oder was? Ich weiß halt nicht, wo ich hier lang muss. Wir werden sterben. Macht euch darauf gefasst, wir werden sterben. Warum kann ich denn hier nicht durch? Oh Gott, ich krieg gerade Panik. 18 Grad, da wäre ich jetzt schon verreckt, glaube ich. Oder? Wirklich, mir ist kalt. Mach warm. Hier ist die Aloha-Station mit einer freundlichen Erinnerung des HQ. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Ja, Aufwärmen hört sich gut an. Wenn das mal nicht kalt war, mit diesen frostigen Absichten, verabschiede ich mich in den nächsten Part und wir sehen uns morgen.